Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voller TTV. Mein Name ist Rebecca Madlener und ich führe Sie heute durch die Sendung. Wir waren für Sie im Wildpark in Velkirch unterwegs, denn dort scheint der Frühling bereits begonnen zu haben, denn es gibt zahlreichen Nachwuchs. Uns hat die Tierpflegerin Birgit durch den Wildpark geführt, uns gezeigt, wo denn bereits Nachwuchs da ist und wo vielleicht in kommenden Wochen der nächste ansteht. Wir sind heute im Wildpark unterwegs, denn wie man sieht, ich habe da schon einen von den ersten Nachwuchsen vom Wildpark in der Hand. Und wir schauen, wo gibt es schon Nachwuchs und vielleicht, wo steht bald Nachwuchs an. Ich würde sagen, gehen wir mal durch den Wildpark und schauen, was wir alles so sehen. Ich bin Birgit, ich bin da oben im Wildpark Velkirch, ich bin Tierpflegerin. Ich habe natürlich die schöne Aufgabe, die Tiere auch mal zum Kuscheln dürfen. Wir dann die Tiere daheim pflegen und füttern und ich habe auch die Position vom Stellvertreter vom Chef. Wenn er einmal nicht da ist, dann kann alle zu mir und dann muss ich das alles noch organisieren und regeln. Ja, der Frühling ist hier früh. Und wie wir sehen, wir haben schon jede Menge kleiner Nachwuchs. Wir haben schon bei der Zwerggörsle haben wir 8 junge Görsle. Da kommen aber auch noch einmal welche. Die Wildschweine waren sehr früh. Die haben auch schon 3 junge. Da kommen aber noch einmal welche nach. Denn die Minischweine da drinnen haben schon sehr einen dicken Bauch. Die sind schon bis am Boden ab. Und ich schätze auch, die nächsten paar Tage wird da was kommen. Aber was natürlich ganz wichtig ist, wo wir darauf warten, ist unsere Eselsdame, die seit heute auch wieder einen Fohlen kriegen, wo wir uns freuen. Und auch beim Rotwild, beim Reh, beim Dammwild. Auerochsen haben wir ja eins gekriegt. Das war zwar letztes Jahr noch im November, aber das ist ja auch noch total herzig. Und vielleicht gibt es sogar hier beim Luchs, wer weiß. Wir wissen es nicht genau. Seit Montag gibt es in Vorarlberg Apotheken gratis Selbsttests zum Abholen. Wir haben uns mit dem Apotheker Lukas Praxmarer getroffen. Er erklärt, wie diese Tests funktionieren und wofür sie gedacht sind. Herr Praxmarer, wir sind gerade bei Ihnen in der Apotheke in Nenzing. Sie sind eine von der glücklichen Apotheken, wo diese Selbsttests für zu Hause schon haben. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie ist denn vielleicht das Wochenende bei Ihnen in der Apotheke abgelaufen? Also wie Sie es richtig gesehen haben, wir haben Glück gehabt, haben die Tests am Samstagmittag gekriegt. Wir haben dann übers Wochenende die konfektioniert, also wir haben 2000 Tests gekriegt, was eigentlich für die Apotheken im Land jetzt angedacht ist. Und dann die zu 5 Einheiten abpacken, eine Gebrauchsanweisung dazu und ein Schreiben von der Apothekerkammer, damit die Kunden daheim wissen, wie sie die Tests anwenden und wie sie zum Gebrauchen sind. Wissen Sie vielleicht, oder haben Sie gerade die Zahl im Kopf, wie viele Tests sind denn aktuell Stand Montag, Mittag, bis jetzt in Österreich ausgegangen an die Apotheken? Also der letzte Stand, wo wir haben, sind, dass ca. 2,8 Millionen Tests in ganz Österreich über die Apotheken verteilt werden. Und in den nächsten Wochen sind 40 Millionen Tests angedacht, wo über die Apotheken in ganz Österreich verteilt werden.
das ist natürlich jetzt eine unglaubliche Summe. Wie ist denn jetzt bei Ihnen vielleicht schon die Nachfrage? Sie haben da schon einige Kunden angerufen oder haben sich so gemeldet und gesagt, ich hätte gerne so einen Test? Mhm. Also wir haben heute natürlich eine große Nachfrage gehabt. Ich kann jetzt sagen, bis heute Mittag um 12 haben wir ca. 100 Tests aus der Apotheke rausgegeben und haben wirklich vom ganzen Land Leute begrüßt, wo wir sonst nicht begrüßt haben. Also es ist eine große Nachfrage da, aber im Laufe der Woche sollte ja jede Apotheke im Ländle das kriegen. Und ich glaube, jeder kriegt seinen Test, also kein Stress. Und ich appelliere da wirklich an die Bevölkerung, dass man uns ein bisschen Zeit gibt, um das abpacken, um es richten. Jeder kriegt seinen Test. Und wir hoffen einfach oder bitten die Leute, dass man ein bisschen uns Geduld entgegengebracht wird. Wir tun unser Bestes, aber jeder kriegt seinen Test. Sie haben gerade gesprochen, jeder kriegt seinen Test. Es gibt doch ein paar Ausnahmen. Mhm. Wer kann denn wirklich so einen Test holen kann? Genau, also es gibt einen gewissen Stichtag, was das Alter anbelangt. Das ist der 1.1.2006. Das heißt, ab 15 sind die Tests mit einer E-Card in jeder Apotheke im Land zum Abholen. Ich appelliere wirklich daran, zum die E-Card mitbringen, weil wir müssen feststellen, dass der Kunde bei uns in Österreich versichert ist. Und dann ist es möglich, in der Apotheke, wie schon gesagt, eine 5-Einheit von diesen 5 Wohnzimmertests zu kriegen. Was ist jetzt vielleicht noch wichtig zum Beachten, wenn man so einen Test abholt, kann man den dann hier zum Friseur gehen oder zu eben, körpernahen Dienstleistungen? Mhm. Nein, für das ist es nicht gedacht. Auch da noch einmal eine Wiederholung, wie schon gesagt, körpernahe Dienste, Friseur, Kosmetiker bitte nicht. Es ist wirklich sogenannten Wohnzimmertest, das heißt, ich treffe mit einem anderen Haushalt, was ja mittlerweile erlaubt ist, und möchte auf Nummer sicher gehen. Ich kann mich daheim testen, weiß, dass ich negativ bin und habe somit eine gute Sicherheit, dass wenn ich mich mit einem anderen Haushalt treffe, dass das einfach passt. Alexander Waldner ist Künstler aus Leidenschaft. Im Interview mit unserem Redakteur Joachim Mangard spricht er über das Dasein als Künstler in Zeiten einer Pandemie. Guten Tag, Herr Waldner. Vielen Dank für die Einladung da in Ihr Atelier in Lustenau. Vielleicht erklären Sie uns einmal, da wirst du, wenn man reinkommt, schon gleich empfangen, freundlich, farbenfroh. Wie geht es dem Künstler-Dasein während der Corona-Pandemie? Ja, dem Künstler-Dasein geht es momentan gut. Oder? Ich bin seit 30 Jahren Künstler und war ja 25 Jahre in Wien. Mhm. Und bin seit 3 Jahren wieder da in Vorarlberg, da in Lustenau. Oder? Und ich mal ein Porträts. Mhm. Und ich habe von einer Firma in Deutschland einen Auftrag gekriegt, mhm, alle Mitarbeiter zu porträtieren. Das ist eine kleine Firma, die mit Kiesgeschäft macht. Mhm. Und das war jetzt für mich sehr gut. Mhm. Das hat jetzt gut gepasst. Mhm. Wie ist gerade viele Künstler bzw. generell die Menschen an sich leiden ja unter dem Lockdown, unter der Pandemie. Hat das so einen Einfluss auf die Kunst oder auf Ihre Kunst? Das hat auf mich nicht so viel Einfluss, weil ich eher zurückgezogen lebe. Mhm. Oder? Und die Kunst kann man ja auch nur machen. Mhm. Ich bin gern abends da und mal da. Mhm. Oder? Und das Zurückgezogene passt mir eigentlich grundsätzlich ganz gut, mhm, oder? Ich glaube, das letzte Mal, wo ich auf einer Ausstellung von Ihnen war, das war, glaube ich, dort im Bludenz mit Markus Spitzer, genau. Ja. Wie ist denn der Kunstmarkt jetzt? Also der lebt natürlich auch von Vernissagen, dass die potenziellen Käufer auch die Kunst ansehen können. Das war jetzt mehr oder weniger nicht mehr möglich, auch Museen hatten geschlossen. Wie schwierig ist die Lage generell für die Künstler an sich? Da ist es jetzt momentan ruhig. Mhm. Und da muss man schauen, dass man halbwegs gut durchkommt. Mhm. Denken Sie, dass vielleicht auch gerade die Kunst ein bisschen auf der Strecke bleibt, auch gerade wenn es bei der Regierung geht, um das, also viele Künstler, egal in welchen Bereichen, sehr darunter leiden, also sie haben keine Einkommensquellen mehr. Würden Sie sich da auch erwarten, dass da die Regierung mehr agiert oder aus Ihrer Sicht geht es ja? Dass die Kunst, also jetzt Malerei und so weiter,
dass man damit nicht riech wäre kann, das weiß eigentlich jeder, mhm. oder? Und mit dem muss man lehrbar. Und meine Erwartungen sind nicht sehr hoch, mhm. oder? Ich versuche, mich persönlich so gut wie möglich zu positionieren, mhm. Und hier und da fügt es sich einfach auch gleich. Mhm. Sie spielen ja oft mit Worten in Ihrer Kunst, oder ja. mit die literarische Komponente oder ja. Poesie. Ja. Wie würden Sie Ihre Kunst persönlich beschreiben? Den Stil, den Sie gerade jetzt pflegen? Ich muss das anders beantworten. Ich bin meiner eigenen Kunst und den Gedichten und den Bildern mal näher und dann bin ich wieder fort. Oder? Und wenn ich näher bin, dann kann ich das leichter beurteilen und dem leichter Namen geben. Aber jetzt in so einem Interview tue ich mir schwer, das sofort irgendwie zu bezeichnen, was ich da mache. Oder? Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich konsequent dran bin, mhm. dass ich fast jeden Tag mal oder was schrieb. Und da hat man dann so einen Kanon, den man sich erarbeitet hat. Und auf den kann man ein bisschen zurückgreifen und mit dem kann man ein bisschen was tun. Mhm. Oder? Und das ermöglicht das Ganze. Mhm. Oder? Und das Konsequente ergibt eine gewisse Dichte. Mhm. Vielleicht auch im künstlerischen Prozess, wie oft wirft man was über den Haufen oder wie oft verändert sich die Kunst während des Schaffensprozesses? Früher ist alles misslungen, mhm. fast alles. Ich habe das 10, 20, 30 Mal übermalt. Mittlerweile bin ich mir sicherer und ich bin auch mit mir großzügiger und kann dann einfach sagen, das lasse ich jetzt so stehen mhm. und das ist gut so. Oder? Vielleicht ein paar Worte zu dem Gemälde, wo wir da gerade stehen. Ja, das ist ein Objekt im Prinzip, oder? Weil das ist eine Tischplatte und auf der habe ich die letzten 15 Jahre meine Farben gemischt mhm. und habe jetzt da ganz urfahre Figuren drauf gesetzt und das ist es. Mhm. Aber auch entstanden ein bisschen eine Retrospektive von den letzten 15 Jahren. Das Interessante an dem Bild ist, dass da ja so viele Schichten Farb drauf sind, oder? Dass das völlig unkopierbar ist. Mhm. Es ist völlig einzigartig. Mhm. Also, es ist ein einfaches Kunstwerk, aber es lebt von seiner Einzigartigkeit. Mhm. Vielleicht auch, wenn es um Einzigartigkeit geht, Kunst war früher vor allem, ich sage jetzt einmal, im elitären Bereich ein Thema, sprich auch, dass der Kunsterwerb, gerade auch, wo es um Sachen gegangen ist, dass sich eigentlich nicht der Otto-Normalverbraucher Kunst leisten kann. Wo bewegen wir uns denn preislich bei Ihrem Werk? Also das kommt von Werk zu Werk, kommt es drauf an, oder? Ich habe einen kleinen Markt, ich habe auch schon an Auktionen teilgenommen und in unterschiedlichen Galerien ausgestellt. Aber das ergibt sich, da kommt man meistens zusammen, das ergibt sich, oder? Und ich wollte aber noch erzählen, dass ich im Herbst eine Galerie aus Madrid gemalt hat, mhm. was einmal schon ungewöhnlich ist, und die geht mit mir auf die Kunstmesse Luxemburg im September. Mhm. Und das, auf das freue ich mich, das ist meine erste internationale Kunstmesse mhm. und das, sowas hat Potenzial. Mhm. Diese Woche wurde es entschieden, es wird Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen für Vorarlberg geben. Meine Kollegin Miriam Meyer hat sich umgehört, wie denn die Vorarlberger zu diesen Lockerungen stehen. Vorreiter oder doch Versuchskaninchen? Diese Frage stellt sich, wenn in Vorarlberg ab dem 15. März weitere Öffnungs- und Lockerungsschritte geplant sind. Etwa für die Gastronomie, aber auch für den Sport mit Schwerpunkt Jugendliche und für die Kultur.
Ich höre mich jetzt in Dornbirn um, was die Vorarlberger dazu sagen. Was sagen Sie denn zu den geplanten Lockerungs- und Öffnungsschritten, die ab dem 15. März kommen sollen? Ja, die sind eigentlich schon mal gerecht. Und ich denke, Sie sollten aber an die Hotellerie mitdenken, dass die mit aufmachen dürfen. Und auch die Innenräume für die Wirtshäuser, denke, dass das auch in Ordnung wäre, dass sie die aufmachen dürfen. Da gibt es ja die, die sagen, Vorarlberg ist nicht Vorreiter, sondern Versuchskaninchen. Was sagen Sie dazu? Ach, das ist mir eigentlich egal, was Sie sagen. Und es gehört doch nicht nur in Vorarlberg, sondern die anderen Bundesländer, würde ich schon sagen, dass sie mit aufmachen dürfen, gewisse Sachen eigentlich, oder? Und ja, ich finde das Ganze sowieso als ein bisschen übertrieben. Der Mensch muss Mut haben. Mut für vieles, ich finde es super. Ich glaube, ich könnte da ganz viel erzählen, so viel Zeit haben wir nicht. Aber es steht wahnsinnig viel dahinter. Wirtschaft, Mensch, Seele, Freude, es ist sehr, sehr wichtig. Wie noch einmal, Mut. Mut muss man haben. Vorarlberg ist jetzt ja Vorreiter, das erste Bundesland, in dem die Lockerungen geplant sind für die Gastronomie, für die Kultur, aber auch für den Sport mit Schwerpunkt auf Jugendliche. Da gibt es ja die, die sagen, wir sind jetzt nicht Vorreiter, wir sind Versuchskaninchen. Was sagen Sie zu dem Punkt? Sind Sie einfach nur froh, dass es aufmacht oder sagen Sie, muss man schon ein bisschen kritisch sehen? Der Mensch neigt leider dazu, Versuchskaninchen, nichts. Immer, es gibt überall zwei Seiten, aber man muss einfach anfangen. Ich sehe das nicht als Versuchskaninchen. Der erste Schritt muss gegangen werden. Und das ist jetzt halt Vorarlberg. Sind wir doch happy. Man könnte es noch ein bisschen mehr noch aufmachen. Und ja, halt nicht zu viel, aber schon ein bisschen mehr. Und dass sich die Wirtschaft nicht ganz kaputt geht, oder? Und ja, das einmal. Kritiker sagen, wir sind in Vorarlberg nicht nur Vorreiter, wenn es das erste Bundesland ist, wo es jetzt weiter Öffnungen gibt, sondern auch ein Stück weit Versuchskaninchen. Das finde ich gut. Ich finde das gut, oder? Dass Vorarlberg da an erster Stelle ist, was sie das früher aufmachen. Nicht? Okay? Also ein Sport ist halt wichtig, dass man halt die Schüler auch, dass die Fußball spielen können, oder? Und halt für die Gesundheit. Weil wenn sie nicht laufen und das nicht machen, werden sie mehr oder weniger dann werden sie dicker, oder? Haben weniger Bewegungen. Aufgrund dessen wäre das schon gut, wenn man das alles machen kann. Oder? Man muss natürlich schon schauen, dass nicht die Ansteckungsgefahr nicht zu groß ist, dass nicht zu groß wird. Oder? Aber auf jeden Fall, dass man nicht das hauptsächlich wegen der Wirtschaft ist, das ganz wichtig, dass man da mehr aufmacht und dass die in den Großhäusern, wenn sie in den Großhäusern gehen, dass sie halt müssen halt mit Masken gehen und Abstand sehen. Und wer hat die Wirtschaft das mehr in Schwung bringt, oder? Also mich geht das nicht wirklich was an, weil ich nicht so oft essen gehe. Ich wäre eigentlich froh, wenn wieder mal ein paar Unterkünfte aufmachen würden, dass man ein bisschen unterwegs sein kann, wo man einen Tag woanders verbringen kann oder eine Nacht mal. Aber an sich finde ich das schon in Ordnung. Es wird ja langsam auch Zeit. Da gibt es ja die, die sagen, Vorarlberg ist nicht nur Vorreiter, sondern auch ein Stück weit Versuchskaninchen. Was sagen Sie dazu? Finde ich jetzt eigentlich nicht, weil man kann nicht ewig so weitermachen, immer zu. Die Leute haben auch keine Lust mehr. Und mei. Man muss eh damit leben irgendwann. Es wird nie mehr so sein, dass der Virus für immer weg ist. Also man muss ja irgendwann einmal anfangen zum Öffnen. Ich bin da sehr mit Respekt. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich sinnvoll ist. Das heißt nämlich sinnvoll, ob sich die Menschen dran halten. Weil jeder möchte unbedingt und ich vermute, dass das einfach wieder eskaliert und dass der Abstand in keinster Weise eingehalten wird, weil die Menschheit einfach ausgehungert ist und will. Und das sind meine Befürchtungen. Für Gastronomie wäre es natürlich sehr, sehr angebracht,
Aber schauen wir mal, wie lange und was wirklich passiert und wie die Zahlen dann wieder weiterhin sind. Da gibt es ja die Kritiker, die sagen, das ist nicht nur so, dass Vorarlberger jetzt Vorreiter ist, sondern auch ein Stück weit Versuchskaninchen. Ich möchte nicht sagen, dass wir Versuchskaninchen sind. Die Bevölkerung haltet sich recht gut an den Abstand, an Masken, an Testen. Und das ist das Ergebnis, dass wir halt wenig oder niedrige Zahlen haben. Und wenn jeder so tun würde, wäre ganz Österreich wahrscheinlich schon ein bisschen weiter, oder? Diese Woche zu Gast bei Vorarlberg Live war unter anderem Landeshauptmann Markus Wallner. Mit unserem Chefreporter Pascal Pletsch spricht er über die Lockerung der Corona-Maßnahmen in Vorarlberg und was vielleicht in Zukunft noch auf uns zukommt. So, wir machen den fliegenden Wechsel zum schon mehrfach angesprochenen Landeshauptmann Markus Wallner, der jetzt auch bei uns hier im Studio ist. Schönen guten Abend, Herr Landeshauptmann. Schönen guten Abend. Ich glaube, heute von einem Termin in den nächsten, direkt aus Wien, glaube ich, am Morgen zurückgekommen. Dann jetzt ja, heute schon Beratungen den ganzen Tag auch gehabt, wir haben es gerade gehört, auch mit den verschiedenen Interessensvertretern. Herr Landeshauptmann, zum Einstieg vielleicht ganz kurz, jetzt haben wir die geplanten Lockerungen gestern präsentiert, zumindest einmal das Grobkonzept, Details, da wollen wir nachher noch ein paar Fragen dazu klären. Aber es gibt natürlich auch schon erste Kritik an diesen Maßnahmen, vor allem eben auch aus dem Ausland. Wir haben jetzt heute gehört, Dr. Karl Lauterbach, einer der meistgenannten Epidemiologen und Virologen jetzt aus Deutschland, hat das heute sehr scharf sogar kritisiert, was jetzt in Österreich passiert. Er hat davor gewarnt und davon geredet, dass hier die Rechnung präsentiert wird mit vielen Toten, die aufgrund der Mutationen auch auf uns zukommen werden. War es eine sehr schwere Entscheidung? Und wenn ja, warum ist es dann schlussendlich dazu gekommen, dass es jetzt doch der richtige Zeitpunkt ist, was zu tun? Ja, solche Entscheidung ist nie einfach. Zum einen hat man damit zu tun, dass Infektionszahlen sich laufend verändern. Wir sind jetzt im 12. Monat der Pandemie, also schon eine lange Zeit. Natürlich sind viele pandemiemüde und sagen, wie geht das weiter? Und die ewig gleiche Antwort, immer nur Lockdowns zu veranstalten, ist jetzt auch wenig kreativ mit der Zeit. Es wird viel Schaden auch angerichtet, logischerweise. Ich bin zu jeder Entscheidung gestanden, die letzten 12 Monate. Ich habe immer gesagt, der Schutz der Bevölkerung, die Gesundheit steht ganz vorne. Wir haben vieles erlebt. Wir sind als Vorarlberg an der Spitze dieser Inzidenzentwicklung gestanden. Ich kann mich erinnern an den November, 836 war einmal so ein Höhepunkt der Neuinfektionen. Also extrem hoch. Im Moment sind wir an der Kippe, an der Grenze von 70, 73, 74. Also wir waren schon über dem Zehnfachen von dem, was wir jetzt reden und hatten viel, viel weniger Tests. Also die Gesamtbeurteilung muss man ja auch machen. Und das lässt natürlich auch andere Schlüsse zu. Das sind keine rein politischen Entscheidungen. Ich entscheide nicht alles aus dem Bauch heraus, sondern man muss die Fakten ganz genau anschauen. Natürlich auch die Stimmung der Bevölkerung kennen. Aber eines muss ja auch klar sein, wenn uns die Experten jetzt sagen, dass die nächste möglicherweise Welle, die kommt, eine ist, die aus dem Osten kommt. Übrigens auch ganz stark von den Nachbarländern, von Tschechien, von Ungarn und so, die haben im Moment sehr hohe Neuinfektionsraten und das bricht ein bisschen stärker nach Ostösterreich herein, dann ist das schon eine etwas andere Lage, wie wenn das hier aus dem Westen kommen würde. Und es wird zum ersten Mal in dieser Pandemie darauf hingewiesen, dass zwischen Ost- und Westösterreich, in dem Fall ganz speziell auch für Vorarlberg, ein markanter Unterschied erkennbar ist. Und das habe ich mir schon genauer angeschaut. Wir hoffen alle, das stimmt so und es bleibt so. Aber es ist schon was dran, wenn wir ja jetzt seit einigen Wochen schon relativ stabil unterwegs sind. Ganz leicht steigen ist das was anderes, wie wenn Zahlen andernorts stark nach oben gehen. Diese Rate an Mutationen, die da immer wieder genannt wird, die ist bei uns etwa bei 25 bis 26%. Im Wiener Raum bei über 70%. Das sind markante Unterschiede natürlich, weil sich dieser britische Virus wesentlich schneller verbreiten kann. Das heißt, wir haben ihn auch, aber eben in einer verlangsamten Entwicklung. Der sogenannte Reproduktionsfaktor klingt ein bisschen technisch, aber heißt immer, wie viele Leute kann ich anstecken. Der ist unter 1 in Vorarlberg als einziges Bundesland von ganz Österreich auch schon einige Zeit, nämlich bei 0,9 im Moment, sogar darunter, Österreich weit drüber. Das klingt nach wenig, macht aber in der Pandemie extrem viel aus bei der Infektionsentwicklung. Ob sozusagen eine Person eine weitere oder auch darüber anstecken kann, heißt ansteigen, oder ob es darunter bleibt, das sind schon markante Unterschiede. Wir testen enorm viel. Wir haben jetzt heute eine Kapazität von 85.000 Tests pro Woche, die wir leisten können. Eine Vervierfachung innerhalb der letzten Wochen. Die Kontaktnachverfolgung ist stark professionalisiert worden.
Und zum Schluss. Auch diese Woche hat unser Sportreporter Thomas Knobel wieder die aktuellsten News aus dem Ländle-Fußball für Sie. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Jetzt wird von nun an wird immer shootert, nicht kickt. Shootert wird jetzt im Pradelberger Fußball. Ja, und ich bin der Thomas Knobel. Der Amateurfußball hängt in der Luft. Zumindest dürfen ab Mitte des Monats März die Nachwuchsfußballer wieder Trainingseinheiten absolvieren. Schwere Spiele für Cashpoint, SCR Altach, Austria Lustenau und FC Dornbirn am kommenden Wochenende und die Frühjahrsheimpremiere von Bundesligist FFZ Vorderland und der heimischen Fußballakademie. Das sind die News an diesem Wochenende. Grüß Gott und ein herzliches Hallo aus dem Pradelberger Medienhaus in Schwarzach. Shooter 3.0. Der Pradelberger Amateurfußball hängt an einem seidenen Faden. Wenn nicht in den nächsten Wochen der Trainingsbetrieb zumindest aufgenommen werden kann, droht abermals der Spielabbruch in der Saison 2020-2021. Das wäre natürlich wieder eine Katastrophe, aber wir hoffen, dass es bald wieder losgeht mit dem Amateurfußball und dass wir wieder Live-Spiele erleben dürfen. In der benachbarten Schweiz dürfen schon seit vielen Wochen und Monaten die Nachwuchsfußballer in der Halle und auch jetzt am kommenden Wochenende im Freien trainieren in Pradelberg ab 15. März. Aber die Nachwuchsfußballer, die dann wieder seit vielen, vielen Monaten Pause wieder auf dem grünen Platz trainieren dürfen, die müssen 2 Meter Abstand halten, sind aber getestet vorher in der Schule und dürfen am Nachmittag im Training nur mit Abstand und ohne Kontakttraining wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Hoffentlich dürfen die Nachwuchsfußballer bald wieder ein geregeltes und normales Training abhalten. Wir wünschen uns das und dass auch der Amateurfußball dann bald wieder das Training aufnehmen darf. Ganz schwere Aufgaben warten auf Cashpoint SCR Altach, Austria Lustenau und den FC Mohren Dornbirn am kommenden Wochenende. Die Rheindörfler haben ja letztes Wochenende positiv überrascht. 1-0 Sieg in Wolfsberg. Einstand nach Maß für Neo-Coach Damir Kanadi. Aber am Samstag um 17 Uhr im Geisterheim-Spiel gegen LASK Linz wird die Aufgabe ganz, ganz schwer. Da kommt der Cup-Finalist aus Oberösterreich in die Cashpoint Arena. Aber taktische Meisterleistung ist hier wieder gefragt und bin mir sicher, Altach wird wieder positiv überraschen. Die Lustenauer Austria, die will endlich einmal den ersten Sieg 2021 einfahren im Heimspiel am Freitag um 18.30 Uhr gegen Blau-Weiß Linz. Sind 3 Punkte eingeplant. Das ersatzgeschwächte FC Dornbirn gastiert am Samstag um 14.30 Uhr in Klagenfurt. Da gilt es, die Auswärtsstärke zu prolongieren. Der Frühjahrsauftakt von FFZ Vorderland steht ganz im Zeichen von Neo-Coach Jessica Tiss. Vorderland hat in dieser Saison noch kein Heimspiel gewinnen können. Da ist gegen FC Bergheim am Sonntag um 13 Uhr ebenfalls ohne Zuschauer dieses Spiel. Sind hoffentlich 3 Punkte dann nach 90 Minuten auf der Habenseite. 4 Legionärinnen könnten erstmals für Vorderland auflaufen. Kiki Kirchmann und Eileen Kempel fehlen verletzungsbedingt. Heimpremiere 2021 auch für die heimische Akademie. Am Samstag ab 10.30 Uhr spielen die U15, U16 und U18 gegen die Alterskollegen von LASK Juniors Oberösterreich. Ebenfalls Geisterspiel. Magdalena Keck, diesen Namen muss man sich eigentlich merken. 68 Tore hat sie in den letzten 2 Saisonen für FC Dornbirn Frauen erzielt.